Siebdruck ist ein Prozess, ganz am Ende wird jede Farbe einzeln gedruckt. Und dass man da hinkommt, dafür braucht man halt, wie der Name schon sagt, so Siebe. Und das kann man sich, das ist wie so ein ganz feines Moskitonetz, was auf den Rahmen aufgespannt ist. Da wird eine Schicht aufgetragen, die härtet aus, wenn UV-Licht drauf trifft. Und dann macht man sich für jede Farbe so einen Film, eine Vorlage, wo die Bereiche, die gedruckt werden sollen, schwarz sind. Dann belichtet man das und überall, wo das UV-Licht drauf kommt, da härtet die Schicht aus. Und überall, wo es halt schwarz ist von dieser Vorlage, härtet es nicht aus. Und das kann man dann mit Wasser ausspülen und hat dann im Grunde wie so eine Art Schablone in dem Sieb. Und da wird die Farbe durchgedrückt. Und dann ist es so, das spannt man in den Tisch ein. Der Tisch saugt das Papier an, damit das nicht verrutscht beim Drucken, weil sonst kann man nicht immer passgenau übereinander drucken. Und dann hat man so einen Rakel heißt das. Das ist einmal so eine Gummilippe, womit man dann die Farbe über das Sieb zieht. Und durch das Ziehen drückt man das dann, das Sieb ist so ein bisschen weg. Und dann drückt man es mal für so einen kurzen Moment an das Papier dran. Und bei diesem Kontaktpunkt wird die Farbe sozusagen übertragen auf das Papier. Das ist sicherlich auch etwas, was dir jeder Siebdrucker als den Lieblingsaugenblick beschreiben wird, wenn du die letzte Farbe aufs Papier druckst und plötzlich kommt alles zusammen. Denn man macht es so, dass man die hellste Farbe zuerst druckt und die Farben werden immer dunkler und ganz zum Schluss kommt eigentlich schwarz oder eine sehr dunkle Farbe drauf, die dann das gesamte Motiv zusammenhält. Also da sind häufig fette Outlines, die das Motiv, was vorher eigentlich fürs Auge nur aus Farbflächen besteht, dann plötzlich zu dem Motiv zusammensetzt. Und das ist häufig wirklich nach wie vor ein sehr schöner Augenblick. Du druckst das letzte Ding und sagst, ja, so habe ich mir das vorgestellt. Also mein Prozess, wie ich die Poster gestalte, ist eigentlich immer recht ähnlich, dass ich mir ganz viel einfach die Musik anhöre. Wenn es Texte gibt, Texte durchlese. Und darüber formt sich ein Bild, eher wie so ein Film, der abläuft, den ich irgendwie sehe. Und dann an irgendeinem Punkt mache ich so Pause und das ist dann das Motiv. Also deswegen ist es auch nicht zwingend, also es ist hilfreich, Text zu haben, aber es ist auch, ich habe auch Sachen für, halt eben, wenn man Klassik macht, dann ist oft kein Text da, dann ist vielleicht eine schöne Hintergrundgeschichte, wie dieses Stück entstanden ist, da, oft wenn man so die Augen schließt einfach und Musik hört, macht der Kopf ja trotzdem was. Die Elbphilharmonie ist natürlich von der Form des Gebäudes unverkennbar und das ist immer schön, es entweder präsent oder vielleicht auch nur ganz klein mit in die Poster zu bringen, die eben in der Elbphilharmonie stattfinden. Also, ich habe jetzt einige ja gemacht und irgendwie taucht es immer wieder auf. Bei dem Artprint ist es natürlich sehr omnipräsent, aber das war auch die Idee dabei. Wir sind ja so ein bisschen der Nachfolger des LP-Covers, also die ganze Gig-Poster-Kultur, denn scheinbar ist es doch so, dass die Leute, die Musikfans, etwas in die Hand nehmen wollen, etwas an die Wand hängen wollen, womit sie ihr Fantum dokumentieren können. Es ist super, wenn man mit der größten Playlist aller Zeiten auf Spotify stirbt, aber es scheint da noch ein Impuls zu sein, wirklich zu sagen, es ist ein ganz besonderes Erinnerungsstück, ein spezielles Erinnerungsstück, zu sagen, ich war bei dem Konzert, weißt du noch, damals.